Aber der Kommissar hat sie sowieso schon festgelegt. Dann frage ich mich, was diese und auch die vorherigen Anhörungen überhaupt noch für ein Ergebnis haben können. Und das Vierte, das ist das Thema Exception culturelle. Das steht in den europäischen Verträgen drin. Und das ist nicht relativierbar. Aber durch solche Richtlinien wird das relativiert, indem ich dem plötzlich dann die Kulturausgaben wieder zerlegt werden und auf etwas nur noch als kulturelle Ausgabe definiert wird, was nur ein ganz kleiner Teil vom Ganzen ist. Das Beispiel mit dem Kameramann. Sie haben gesagt, Kameramann, das ist ja technische Dienstleistung. Kameramann ist ein Urheber im Sinne des deutschen, aber auch im Sinne des europäischen Urheberrechts. Das heißt, ein Kameramann, wo der herkommt, wie der die Bilder gestaltet, ist eine ganz klar kulturelle Frage und keine technische Frage. Aber von Ihnen wird das als technische Frage angesehen. Deswegen habe ich den Käfer da gefragt. Danke, danke. Zum einen ist ja deutlich zu sehen, dass die Kommission sich bemüht, eine komplexe Branche zu verstehen. Gleichzeitig ist erschreckend, wie wenig Verständnis für die Praxis von dem, was wir machen, hier wirklich vorhanden ist. Und das ist mir heute wieder deutlich geworden. Wissen Sie, im Prinzip ist es besser, wenn Sie die Förderung in Europa vereinfachen, als sie zu erschweren. Weil Europa sich hier auch in einem weltweiten, globalen Wettbewerb befindet mit anderen Produktionsstandorten. Kanada, Südafrika, Australien, Taiwan, Singapur, um nur ein paar zu nennen, Amerika, die meisten amerikanischen Staaten sind auch hier schon genannt worden. Und alles, was die europäische Filmförderung verkompliziert, wird sich negativ auswirken auf den europäischen Film. Und vieles von dem, was hier erwähnt worden ist, ist in der Praxis einfach völlig anders. Sie können heute natürlich Ihr Kameraequipment von irgendwo her holen. Sie können heute italienische Fahrer anstellen, wenn das vernünftig wäre. Macht man natürlich nicht, weil das kostet Geld, die müssen nach Deutschland kommen, dann müssen sie hier wohnen, außerdem finden sie die Drehorte nicht. Aber die können das natürlich. Aber natürlich könnten sie das, wenn sie das wollten, könnten sie das natürlich machen. Das Einzige, was wir gerne wollen, ist, dass diejenigen, die die Gelder zur Verfügung stellen, dass diese Regionaleffekte, und das sind ja nur Teile immer der jeweiligen Produktionskosten, dass die in der Höhe oder etwas mehr in einigen Fällen, dass die hier ausgegeben werden können. Ansonsten können Sie machen, was Sie lustig sind. Sie können heute als Filmproduzent sich Ihre Künstler, das passiert doch auch ständig, aus der ganzen Welt zusammenholen. Wir haben Caterings hier aus der Schweiz, also noch nicht mal ein EU-Land, die hier in München eingesetzt werden. Das geht alles. Es ist alles sozusagen, es ist völlige Freiheit da, aber immer unter dem Oberbegriff, dass die Leute ausgewählt werden, nicht weil es unbedingt das günstigste oder das wettbewerbsfähigste ist, sondern weil es die künstlerisch beste Entscheidung ist. Den Kameramann, den wählt man eben aus, weil man den unbedingt möchte, weil er die besten Bilder macht. Und das sind die Sachen, die wichtig sind. Und als letztes noch, die kleinen Länder, die sich hier beschweren, die haben natürlich auch eine de facto Territorialisierung. Und das geht immer unter. Wenn die heute in Bulgarien einen Film drehen oder in Lettland oder so, dann nehmen sie sich die Leute von dort, weil der bulgarische Komparse 35 Euro kostet gegenüber dem, der in München arbeitet, der 100 oder 110 Euro kriegt. Und deshalb ist es eine de facto wirtschaftliche Territorialisierung. Sie haben ja keine Möglichkeit, den Komparsen aus Deutschland sozusagen nach Bulgarien zu holen, weil das wirtschaftlich keinen Sinn macht. Frage nochmal. Sind Sie an der Konsultation jetzt nochmal beteiligt? Ja, sowohl als Konstantin-Film uns dazu geäußert natürlich, sowohl an den Präsidenten wie auch an Herrn Mullier. Wir sind da eingebunden. Als German Films habe ich mich auch noch sozusagen auch noch, also wir sind da in verschiedenen Bereichen, haben wir uns dazu geäußert natürlich. Es ist also jetzt wichtig, dass diese Meinungen auch platziert werden. Ich bin jetzt da nicht so pessimistisch, es wird reagiert. Das hat auch die ganze Diskussion jetzt schon gezeigt. Im ersten Entwurf, der problematisch war. Ja, natürlich. Ich habe auch mit Kommissaren mich auseinandergesetzt. Dann war die Frau Reding auch mal beleidigt, kurzzeitig, aber das hat sich wieder gelegt. Und man muss eben da am Ball dranbleiben. Wenn jetzt die Problematik klar ist, wo die Zielrichtung ist und ist auch in Brüssel deponiert, dann bleibt es jetzt unsere Aufgabe, politisch gesehen, da noch nachzuarbeiten, nachzuschieben.
Also gibt es jetzt da noch neue Argumente, was berücksichtigt werden muss? Ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut zusammengefasst. Ich würde nämlich gern nochmal auf dieses transatlantische Handelsabkommen in der abschließenden Phase zu kommen. Nochmal der Appell zur Überprüfung von Atlantic Games auf. Ja. Das ist eine neue Entwicklung. Das wäre jetzt die Chance, wenn man das jetzt wieder versäumt. Dann muss auf lange Zeit nichts warten. Und ich persönlich finde, das passt da rein. Gut, also ich hoffe, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass Sie das in dieser Anhörung eingebracht haben, beziehungsweise auch über den Ministerrat. Ich denke, für solche Anregungen ist die Kommission immer offen. Ich hoffe nur, dass Sie wirklich tatsächlich gemacht worden sind und nicht jetzt im Nachhinein kommen, denn dann ist es schwierig. Dann muss man eben mit Nachdruck dranbleiben. Jetzt sage ich nochmal was, wir haben immer von Bayern her sozusagen eine Schrittmacherrolle gehabt. Wir haben die Kinoförderung angefangen. NAB, da hat es die weitgehend noch nicht gegeben. Wir waren zusammen in Las Vegas 2008. Dann gab es die Bundesförderung und jetzt ist es plötzlich auch von der EU anerkannt. Wir sind in anderen Bereichen auch weitgehend Vorreiter gewesen bei der Spieleförderung. Auch Deutschland dann, Computerspielpreis. Und das wäre natürlich gut, wenn sich so etwas bewährt hat, nicht jetzt von der Einzelfallregelung, die Notifizierung ist da erforderlich, leben müsste, sondern wenn man generell das im Rahmen einer Mitteilung in einem Rahmen letzten Endes genehmigt bekäme, das würde das Ganze unbürokratischer machen. Da sehe ich auch noch einen wesentlichen Ansatzpunkt von dem, was der Herr Moskowitsch jetzt hier eingebracht hat. Also es muss generell einfacher werden und nicht komplizierter, sonst bringt es in der Tat nichts. Und zwar, da ist es noch ganz dringende Wortmeldung dazu. Ja, also meine große Besorgnis ist, wenn ich das sagen darf. Mikrofon bitte, ja. Meine große Besorgnis ist, wenn ich das sagen darf, wie kann man etwas verhandeln, wenn man ein Verhandlungsgegenüber eigentlich nicht richtig versteht, welche Auswirkungen seine Tätigkeit hat, wenn er das Geschäft nicht versteht. Das heißt also, eigentlich wird dann der nächste Schritt eigentlich Ihnen mal dezertiert, sozusagen zu zeigen, was rauskommt. Und wenn Sie feststellen, dass das ein schlechtes Geschäft ist für Europa, dann kann man darüber reden, wie man es ändert. Aber es hat ja keinen Sinn, Sie wohin zu schieben, wo Sie gar nicht hinwollen, weil Sie überzeugt sind, dass Ihr Weg der bessere ist. Und da sehe ich das große Problem und da sehe ich die Schwierigkeit, weiterzukommen. Das ist richtig. Wir haben 27 Mitgliedstaaten und das ist also inzwischen 28 seit heute Kroatien. Sorry, aber wir haben ja diese Dinge verhandelt mit 27 erstmal und da muss man mehrheitsfähige Lösungen bringen. Da muss man harte Bretter bohren. Ich habe mal die Meinung vertreten, wir sind präsent in Brüssel, damit diejenigen in Brüssel, die irgendwo ziehen, merken, wo es bei uns zappelt. Oft merken die das nicht und meinen, es zappelt wo ganz anders, wenn sie ziehen. Und das ist genau der Punkt dieser Interaktion, das muss man zusammenbringen. Das war auch die Intention unserer heutigen Diskussion, dass man nochmal in der Endphase sehr deutlich macht, wo die Knackpunkte liegen. Und ich glaube, dass man mit dem Nachdruck, den wir jetzt politisch setzen können, da ist ja der Bernd Neumann auch da, dass wir hier durchaus die Verbesserungen erreichen, die noch notwendig sind. Und das müsste dann auch klargestellt werden. Ich nehme jetzt noch das Thema Spiele mit. Das wäre für den Standort wichtig. Ich wollte jetzt aber noch einen Schwenk machen, weil wir international in der Konkurrenz stehen. Es gibt diese Idee des transatlantischen Handelsabkommens. Freier Handel, Investitionen sollten über den Atlantik hinweg in einer großen Freihandelszone geregelt werden. In Partnerschaft, in einem Abkommen. Es gibt den amerikanischen Präsidenten, der dieses gefordert hat. Es gibt den Beschluss des Europäischen Rates und es gibt am 14. Juni auf Druck auch der Kultusminister verschiedener Mitgliedstaaten die Ausnahmeregelung. Also insofern ist dieser ganze Bereich Film, audiovisuelle Medien ausgenommen. Die Frage, die ich jetzt mal platzieren wollte, die Amerikaner fördern ja auch ganz ordentlich. Die haben jetzt die Förderung wieder verlängert. Bush hat eine Bundesförderung eingeführt 2004. Die Amerikaner hatten jetzt im Januar die Verhandlungen mit Fiscal Cliff, Sequester dann, was folgte. Sie haben trotz ihrer großen Schwierigkeiten die Filmförderung
verlängert. Es gibt keinen amerikanischen Staat, der nicht eine Filmförderung hat, in anderer Weise als wir, Tax Incentives, bei Iowa gibt es keine, aber die größte hat Kalifornien, die rühmen sich, dass sie mit 100 Millionen neue Rekorde aufstellen. Die Frage ist, gibt es Wettbewerbsverzerrungen zwischen Amerika und Europa und wo könnten wir ansetzen, um hier in unserem Interesse, also im europäischen Interesse, wenn wir denn diese Kinomitteilung mal haben, etwas von dieser Wettbewerbsverzerrung abzubauen? Oder sehen Sie keine Wettbewerbsverzerrung? Ich kriege immer, auch Thomas Kreuzer, sicher die Hinweise auf Förderungen in Kanada, in den Vereinigten Staaten, mit der wir nicht konkurrieren können. Herr Moskowitz. Also die Mikrofon bitte. Die amerikanischen Filmförderungen sehe ich da weniger als Problem. Das sind sehr, sehr regionale in den einzelnen Staaten. Es gibt auch ein paar, die keine Filmförderung haben, aber wenige. Die Förderung, die sicherlich, ich sag mal, wettbewerbsverzerren wird, ist die kanadische. Die mit Sicherheit die aggressivste ist weltweit, die einen Tax Credit zum Beispiel im sogenannten Hightech-Bereich, also sprich im Bereich von digitaler Postproduktion von 45-48% der Ausgaben hat, was allein aufgrund der wirtschaftlichen Größenordnungen so ein Unterschied ist gegenüber all dem, was in Europa möglich ist, dass das natürlich dafür sorgt, dass Produktionen dorthin geleitet werden, auch unsere eigenen. Also ich will mich da gar nicht ausnehmen. Wir produzieren regelmäßig jedes Jahr 2-3 große Filme mit Budgets um die 100 Millionen Dollar in Kanada, weil es eben dort ich sag mal, vorteilhafte Förderungsmöglichkeiten gibt. Die würden wir sonst lieber in Europa produzieren. Und das ist sicherlich schon ein Problem, wobei ich glaube, dass es besser wäre, wenn die europäischen Länder sich dem kanadischen Modell anpassen würden. Das wäre sozusagen vernünftiger. Umgekehrt. Ist ja logisch. Jetzt aber die Frage, ist das in der Kinomitteilung so angelegt oder müssten wir das nicht auch noch mit Hinweis auf Kanada reinbringen? Wenn wir schon die internationale Konkurrenzfähigkeit ansprechen, wir wollen Wettbewerbsverzerrungen innerhalb Europas abbauen, das ist natürlich ein nachvollziehbarer Ansatz, aber wie sieht es nach außen aus, Dr. Schäfer? Ganz kurz, schon nach der bisherigen Kinomitteilung ist zum Beispiel Postproduktionsförderung, weil das heißt, das sei alles nur technisch, nicht erlaubt, wobei wir heute wissen, dass auch die Postproduktion natürlich zum künstlerischen Prozess gehört. Das führt jetzt schon dazu, dass viele die Kanadier machen Postproduktionsförderung, und zwar eben in den Prozentsätzen bis fast 50%. Und das führt heute schon dazu, dass viele europäische Filme die Postproduktion in Kanada machen. Wobei wir für diese Animation nicht den Begriff Postproduktion mehr verwenden. Das hat Bernd Neumann jetzt ja auch in den Förderbedingungen geändert. Die Frage ist nur, das darf jetzt nicht durch die Kinomitteilung wieder konterkariert werden. Das ist jetzt schon. Ja, aber da muss man halt dann auch nochmal aufpassen. Gut.